Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Es ist einiges an Zeit gerade vergangen. Die Mission hat länger gedauert wie angenommen. Aber sie ist jetzt fertig. Da können wir abschließen. Und wir haben ein bisschen an Mais können abzweigen. Wieder zwei Hänge voll. Die haben wir jetzt einmal ins Lager. Und danach fahren wir mit dem Drescher zu unseren Pfannenfeldern, weil die sind erntereif. Die werden wir dann abernten. Inzwischen habe ich vom Wald, was wir beim letzten Video gekauft haben, eine Bäume ausgearbeitet, die ich gleich zur Bretterfabrik, ja. Zur Bretterfabrik gebracht. So habe ich ein bisschen mit dem Wasser jongliert. Noch einmal Salz zum Dings gebracht, waren zwar nur 1000 Liter, aber wenigstens etwas, weil bei der Salatfabrik war Salz leer. Dadurch läuft der jetzt auch wieder. Und dann habe ich mit dem Mähen begonnen. Da wir ja jetzt eine zusätzliche Wiese noch haben, oder zwei, das so. Zum einen bei der Salatfabrik, dort haben wir schon große Wiesen. Zum anderen, mal, sonst hätte ich einen Tender. Zum anderen beim, dort, wo wir einen Wald gekauft haben. Das muss ich noch nur noch einsammeln, aber vorher, was ich gesehen habe, können wir noch mähen bei unserer Kompostieranlage. Dort ist die Wiese auch reif zum Abmähen. Und da können wir nachher hoffentlich wieder einiges an Silage zusammen. So, aber jetzt mal eins nach unten. Jetzt gehen wir mal Drescher bei unseren kleinen Feldern hinten durchstarten. So. Nee, nee. Können wir die ganze Sache noch schnell reparieren. Also gerade sich ist es notwendig. Wahrscheinlich eher Schneiderwerk als wie die der Drescher selber, aber richten wir es gleich, damit wir so schnell wie möglich bohren können und so viel wie möglich von der Ernte erwischen. Obwohl, es hat zur Hälfte schon unten. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich mit dem anderen Schneidwerk hinten umkomme. Er mag nicht, sind noch mehr Männchen. Forscherung. Da.
müsste normalerweise drin sein. Alles gerade zusammen habe, werden wir es mal schnell waschen mal auch. Und das mal los. Ich nehme gerade beide Schneidwerke mit, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was gerade drauf ist. Ich habe auch nicht vorher geschaut. In dem Sinn nehmen wir gleich beide Schneidwerke mit. Die Geschichte hat sich erledigt. Zulasch habe ich inzwischen einmal geführt. Schaut, dass der Bilder leise immer läuft, dass wir bis Mitternacht den Bunker leer kriegen. Zur Hälfte ist er noch zur Hälfte ist er noch voll, ja. Aber wie viel wir rauskriegen, das sag ich mal erst um Mitternacht. Ich hoffe, dass es eine schöne Zoll ist und dass wir inzwischen auch ein bisschen einiges einnehmen. Weil dadurch, dass wir jetzt schon wieder 100.000 eigentlich drauf haben, vielleicht wird es doch was mit dem Game. Und dann im Game Talk, dass wir schaffen, den Gussstall zu kaufen. Aber ich glaube eher, dass es am nächsten Tag sein wird. So, da dann einmal Stopp. Nochmal kontrollieren, ist wo alles hinterher. Da sehe ich übrigens, da habe ich alles angemeldet. Die paar Fitzeler, dort stehen eine Bärme, ist mir wurscht. Da habe ich angemeldet, das da muss ich noch melden. Und das da ist noch nicht endreif oder zum Schneiden bereit. Aber richtig, da sind tolle Viere zum Ernten. Und wenn ich das gerade da richtig sehe, ja, können da 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 da. Da werden wir einen Helfer gleich aussetzen, dass er da diese Arbeit macht, damit ich mit inzwischen weiter mähen kann, beziehungsweise nachher noch das ganze Einhorn kann und Öl drin. Helfer starten, passt. So, da kann ich wieder Schaufel reinbringen. Das ist echt, das ist noch immer ein halber Pfuhl. Aber ich denke mal, bis um Mitternacht, wo wir die Auszahlung kriegen, dürfen wir das schaffen, dass er leer ist. Ich hoffe es. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da so eine gute halbe Mille ausgerechnet, was ich da zu kriegen habe.
Perfekt. So, nicht, dann nicht. Nehmen wir den da, der ist ein bisschen schneller. Da muss man auch gleich waschen. Dann schicke ich gleich um mit dem Display. Auf weg da. Und wo haben wir unseren Meer? Da ist er. Den fahren wir zum Kompostieren jetzt und gehen wir dort noch was abmähen. Und danach brauchen wir immer noch was einholen. Das wird halt die Arbeit so nebenher werden, dass ich das jetzt einholen und umbringe. Eine Sache wollte ich noch machen, weil das ist eigentlich nicht so eine blöde Idee, habe ich gedacht. Und zwar eine Mission, eine Erntemission, wo ich einen Helfer starten lasse. Ist zwar noch ein bisschen stressig, weil ich nachher eigentlich immer Abfahren auch regelmäßig muss, aber es wird schon gehen. Das heißt, dann stellen wir mal kurz da ab. Dann schauen wir mal, ob es eine gescheite Mission gibt. Weil zum Ernten sind einige Felder. Wenn es das noch gibt, die Erntemissionen, ja. 29, 25, 7, 9, 10. So, das passt mir schon. Mit Gerät ausleihen. Okay, und zurück. Messepferde sind gleich ausklappen. Okay, Falter sind nämlich gleich da drin, da brauche ich nicht weit vor. Was drauf ist, ist im Prinzip wurscht. Wenn was Interessantes drauf ist, werden wir es gleich wieder abzweigen, gleich wie bei der Maisernte gerade. Da wir so viel wie möglich an Sorten eigentlich brauchen. So, ihr Bonnen, das ist mir eigentlich schon recht. Was schlägt man Helfer? Und jetzt schicken wir Druck da oben noch. Passt schon. Das passt schon wieder fort. Also wie ein Stammschell. Und könnte nicht einschalten. Geht so. Keine Ahnung, warum das Prozess nicht funktioniert hat, aber
Solange es jetzt geht, ist es mir wurscht. Dann fahren wir da auch wieder unsere Kreise. Also da können wir jetzt mal wahrscheinlich offline, wie nachher einen Rest machen. So wie das Abernten und so weiter. Ist er jetzt gestanden, hat er einen Fast fallen oder hat er einen fallen? Hat schon ein Weg, ich hab's nicht gesehen. Ja, normalerweise Fast fallen. Halt mir einfach ein bisschen ab, dann sehe ich mehr, wenn die Meldung nachher kommt. Oder die andere Meldung kommt, was es jetzt war. Einen vollen. Setzen wir noch einmal rein und dann schauen wir mal. So. Mit dem Vermerk hier um. Ja, dann kann es nachvollziehen, warum der das auf verstehen lässt, aber soll er. Er soll einfach. Wenn er glaubt, er muss. Und soll er. Es hilft ja nichts. Was ich halt meinte, umso mehr halt nacharbeiten, aber. Wenn das Krebs das meiste vom Feld holt, bin ich schon zufrieden, ohne da anzuschreien. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Das Geniale ist, ich habe ja da vorne einen eigenen Knopf, wo ich eigentlich das Mikrofon immer ausschalten kann. Weil ich vergesse immer drauf drücken.
Schauen wir gleich noch. Nee, du stehst da wirklich scheiße, Brücke. Der ist ziemlich blöd, jetzt Stempel, da ist ein bisschen kaputt geworden. Dann ist mal halt selber Hand allein wieder ein bisschen. Aber liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir da weiter enden. Wir jetzt wieder ein bisschen offline machen. Und dann sehen wir uns wieder. Das werde ich inzwischen noch kurz machen, dass ich da schnell umschaue und das Platz machen tue bei der Fleischfabrik. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.